Hey Leute, wir sind's wieder, eure Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen von der Baustelle in Eimsbüttel. Wir bauen jetzt was richtig Tolles, also ein richtig tolles Bauwerk, und da wünschen wir euch richtig viel wollig Spaß. Wollig? Bauarbeiter Sternchen innen. Damit herzlich willkommen zurück bei Almost Playly, Man at Work. Das ist das neue Spiel von Rita Model. Ich hoffe, ich sag's richtig. Rita Model, die ich unter anderem auch auf der Spielemesse in Nürnberg getroffen habe und die mir so ein bisschen ihr Spiel erklärt hat. Und deswegen fand ich die Gelegenheit passend, das gleich einfach mitzunehmen, mit euch hier zu spielen. Mit wem eigentlich? Das kann ich natürlich sagen. An meiner Seite ist die fantastische, unvergleichliche, unerreichte Luca. Luca. Hallo. Die Luca. Die Luca. Der Luca. Aber in den modernen Zeiten kann man das schon mal. Sophia ist da. Hi. Und Andreas Links hatte auch Zeit. Und Fabian Kraner auch an Bord, ja? Ja, genau. Wir spielen heute Man at Work. Man at Work ist ein klassisches Geschicklichkeitsspiel, also wo man etwas bauen muss, ja. Und es ist eigentlich sehr simpel. Es ist so ein bisschen was für die ganze Familie. Und ich denke, deswegen ist es auch ein sehr gutes Spiel für Almost Playly, weil wir sind ja eine große Haufen. Baustelle. Baustelle. Genau. Und ich erkläre ganz kurz die Regeln. Und zwar, es beginnt der, der den Rettungshaken hat. Der wird gleich einem zugeteilt. Wieso heißt der Rettungshaken? Weil, das erzähle ich gleich noch, weil man dazu auch den benutzen kann, um Sachen zu retten. Nämlich, es gibt auf dieser Baustelle bei Man at Work verschiedene Bauaufträge. Diese Bauaufträge setzen sich zusammen durch diesen Stapel an Bauplänen hier. Wir sehen ihn. Wo ist er? Das bin ich. Da. Hier. Da ist er. Da ist er doch. Das hier sind die Baupläne. So, passt mal auf. Also, man deckt hier diesen Stapel auf und man sieht hier verschiedene Dinge. Also, man sieht hier zum Beispiel diesen Träger. Denn dieses Bild gibt nämlich immer vor, was wir benutzen. Es gibt entweder Stahlträger oder Bauarbeiter. Das hier ist zum Beispiel ein Stahlträger und das hier ist ein Bauarbeiter. Dann gibt uns das schon mal vor, welche Farbe. Hier zum Beispiel violett oder weiß. Also müssen wir diese Farbe nehmen. Und hier rechts, der Bauplan sagt, was genau damit passiert. Also hier steht zum Beispiel eine neue Stütze. Dann müssten wir jetzt hier so eine graue neue Stütze einbauen. Mhm. Berühre eine andere Farbe und mit dem violetten oder weißen Stahlträger muss eine andere Farbe berührt werden. Das heißt also, wir legen den zum Beispiel. Das ist ein roter, der ist nicht violett und nicht weiß. Da hast du natürlich völlig recht. Also wir können die Stütze zum Beispiel hier hinstellen. So, das zum Beispiel. Könnten wir machen. Dann wäre er auf einer neuen Stütze und er berührt nicht dieselbe Farbe, also eine andere Farbe. Genau, das ist es eigentlich schon. Wir dürfen den Kran benutzen, da dürfen wir auch was reinhängen. Zwischendurch wird dann noch die Bauherrin vorbeischauen, die Rita wird vorbeischauen und Zertifikate vergeben für denjenigen, der die höchsten Bauwerke baut. Also je höher man macht, desto mehr gibt's Credits gibt's. Gibt's irgendwie einen Extrapunkt, wenn die Jungs dann hinterher pfeifen, wenn sie über die Baustelle kommen? Nein, nee. Gibt's es nicht. Gibt einen Minuspunkt. Und und ich habe ja gerade schon gesagt, das höchste Bauwerk kann man durch diesen Sicherungshaken, durch diesen Haken hier, der hat nämlich so eine Skala drauf, kann man gucken, wer baut eigentlich gerade als höchstes. Aber diesen Haken kann man auch benutzen, wenn man einen Unfall hat. Weil man darf auf der Baustelle keinen Unfall haben. Wenn einem nämlich was hinfällt, ja, muss man ein Zertifikat abgeben. Man hat drei Stück. Ich habe eine Frage dazu. Was ist, wenn der Unfall nachträglich passiert, wenn ich nicht mehr am Zug bin und Luca am Zug ist und dann passiert der Unfall? Dann ist es Lukas Schuld. Ach so. Ja, natürlich. Und da muss man ein Zertifikat abgeben. Wenn man keine mehr hat, hat man verloren. Immer, wenn ein Unfall passiert, muss der Nächste die Baustelle aufräumen. Das heißt, wenn was hingefallen ist, muss er das da rausholen und wieder auflegen. Mhm. Wenn er dabei aber einen Unfall macht, muss er wieder abgeben und der Nächste ist dran. Eine Frage. War das einfach? Gibt es irgendwelche Baumanöver, die verboten sind? Weil du meintest gerade, was hochbauen, da könnte man ja auch einfach einen Balken senkrecht hinstellen und das wäre dann ja relativ zweckdienlich. Genau. Das darf man natürlich nicht. Was man auch nicht darf, man darf nicht einfach einen Balken gerade auf einen anderen Balken drauflegen. Mhm. Ne? Das ist natürlich verboten. Man muss immer mit einer Hand die ganzen Aktionen ausführen. Mhm. Eine Hand, nicht zwei Hände. Und
Du darfst natürlich bereits eingebaute Bauteile darfst du verschieben, wie du willst. Das ist schon erlaubt. Du darfst auch vorher ein bisschen testen. Also darfst die Figur irgendwie draufsetzen und so. Auch drauf bevor stellen. Also Kontakt ist erlaubt, oder? Ja, genau. Was du nicht darfst, du darfst zum Beispiel keinen Stahlträger auf einen Bauhelm drauf. Also wenn das ne? Aber das ist doch vollkommen realistisch. So, warte mal kurz. Okay, vergiss die. Wow. Wow. Okay. Das darfst du natürlich auch nicht. Mhm. Kann man auch alle Zertifikate auf einmal verlieren, wenn man irgendwie dabei zwei Bauarbeiter tötet? Immer nur einen, immer okay. nur einen. Und Stahlträger dürfen niemals, also das Einzige, was die Spielfläche berühren darf, also den Tisch hier, sind diese Träger. Aber die Stahldinger hier, diese fetten Offis, dürfen niemals den Boden berühren. Mhm. Niemals auf den Helm meines Mitarbeiters, genau. Du darfst aber die Stahlträger auf Backsteine und Balken legen. Ich glaube, das war's ja. Das ist es, was man zu den Sachen, die nicht erlaubt ist, sagen darf. Alles klar. Haben wir das verstanden? Mhm. Und ich würde sagen, wir haben Zeitdruck. Unser Auftraggeber liegt uns im Nacken. Wir müssen bauen. Auch im Winter muss gebaut werden auf einer kalten Baustelle. Deswegen fängt der faulste Bauarbeiter, den ich mir von der Baustelle vorstelle, an. Und das ist nämlich Andreas Lingsch. Und deswegen kriegt der schon mal hier den Sicherungshaken und du darfst die ersten Bauplan aufdecken. Okay, das heißt, ich nehme jetzt von oben eine Karte. Du nimmst von oben eine Karte. Ich leg die hier schon mal drunter. Ich habe das Gefühl, ich ahne schon, was da auf mich zukommt jetzt mit der Karte. Nee. Also ich sehe da auf jeden Fall schon mal einen Balken. Ja, aber den musst du jetzt ja umdrehen. Den drehst du ja um. Ja. So, lies mal vor, weil das kann ich nicht sehen. Genau, das ist der Bauhelm. Mit eins Bauarbeiter. Ja, mit eins zwei Balken. Mit zwei Balken. Du musst einen Bauarbeiter mit zwei Balken auf einen weißen oder einen schwarzen Stahlträger stellen. Ein Bauarbeiter mit zwei Balken. Das sind hier die Balken. Ach so. Was ist, wenn uns auf die Balken ausgehen? Reichen die dann weiter? Bitte? Werden die Balken weitergereicht, wenn sie nicht ausreichen? Das ist sehr rutschig. Okay. Okay. Also mit Michael Jackson Foxen kann man das nicht spielen, ja, die Runde, ne? Wo hält er denn? Der Balken. Oh, ist der stark. So. So. Das wär's quasi? Das wär's quasi, ja. Jetzt musst du den den Sicherungshaken weiter an Luca geben. Ach so. Mhm. Und jetzt ist der dran und ich deck auch mal für dich auf. Ja. Das heißt auch wieder Bauarbeiter. Weiter. Zusätzlicher Bauarbeiter. Du musst einfach zwei Bauarbeiter draufstellen. Wo? Ach ja, okay. Auf Violett oder Schwarz. Und die müssen aber keine Balken. Nein. Dann einmal Schwarz. Und einmal Violett. Ah, und da steht noch, du musst auf denselben Stahlträger. Zwei Bauarbeiter stellen. Mhm. Aber das geht ja gar nicht. Doch. Ach so, nein, doch. Also geht, ja. Es geht, ne? Es geht, ja. Perfekt. Okay. Sieht gerade aus wie so eine Boyband von hier aus. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Ja, dann noch einer mit Federschmuck und so. Ja, genau. Und dann quit playing Gangsta. Okay, ich habe den Stahlträger und zwar einen schwarzen oder einen roten mit einem Bauarbeiter. Einen schwarzen und einen roten mit einem Bauarbeiter, genau. Also, jetzt. Du nimmst den roten? Ich nehme den roten und einen Bauarbeiter und da steht jetzt, achso, oder sind das die Kontakte, die er hat? Nein, das würde hier stehen. Das würde an der Stelle. Okay, also es ist egal, was er Kontakt hat. Krass. Das ist der erste Unfall. Oh, er ist halt zu gut. Manfred weiß, was er da tut. Oh shit, ey. Du meinst, jemand, der Manfred heißt, kann nicht die nötige Qualifikation haben, um nicht auf einer Baustelle arbeiten zu müssen. Was? Das habe ich nicht gesagt. Manfred ist überqualifiziert für seine Aufgabe. Ach so. Okay, ich decke den nächsten Bauauftrag auf und das ist. Oh Gott, ein Bauarbeiter auf einem weißen oder violetten Ding mit Backstein und Balken. Das heißt, ich stelle den jetzt erstmal. Sieht man eigentlich, wie schön die Backsteine aussehen? Ich bin ein bisschen impressed. Wo sind die denn? Ich möchte die ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Okay. Da. Aber Vorsicht, die sind sehr nah an der Baustelle schon, ne? Ja. Oh ja. Der hat jetzt einen Ziegelstein auf dem Rücken? Nee, auf dem Arm? Ja. Okay, er steht schon mal. Ich hab das gestern auf der Messe gespielt und es war so peinlich. Ich hab wirklich richtig geliest. Wie, du hast es schon mal gespielt und hast es trotzdem heute mitgebracht? Ja, natürlich. Okay. Ich wieder? Frag, was das ist.
Kannst du lesen. So, also du musst einen neuen Streben einbauen. Plus berühre die gleiche Farbe. Wo ist denn der? Welchen Streben? Einen schwarzen oder einen violetten? Und welche Farbe muss ich berühren? Du musst schwarz jetzt damit berühren. Mhm. Okay. Aber nicht schlecht. Statisch gut gelöst. Luca, ich decke für dich auf. Mhm. Du musst einen Bauarbeiter auf Rot, also auf Orange oder Violett stellen. Mhm. Und einen Balken muss er haben. Dann auf Orange oder auf Violett. Mit einem Balken. Das oh, sind die fleißig. Die sind richtig fleißig. Stell dir mal vor, die Baustelle wird wirklich immer so aussehen. So viele Bauarbeiter habe ich noch nie auf einer Baustelle gesehen. Vor allem noch nicht beim Arbeiten. Was sind hier für Vorteile? Hä? Oft fehlt es halt an nötigen Geldmitteln, ne? Also es ist eher ein legislatives Problem, finde ich, dass viele Baustellen Sozialkritik links. Ach so, man darf pro 5 Quadratmeter nicht mehr als einen Bauarbeiter hinstellen. Genau, und das Geld fehlt halt für den zweiten. Aber es würde jetzt hier für diese lockere Spielrunde wahrscheinlich Rahmen bringen, klar. Ja. Luca, du bist, oder? Nee, Luca hat gerade. Achso, genau. I'm sorry. Okay, du deckst wieder auf. Also Bauarbeiter auf Rot oder Lila. Verbinde Bauarbeiter mit Balken. Verbinde Bauarbeiter mit Balken. Ich schau kurz nach in meinem Regelbüchlein. Das ist schwierig. Stelle einen Bauarbeiter auf einen Stahlträger und nimm einen Balken. Verbinde den neu eingesetzten Bauarbeiter und einen bereits vorhandenen Bauarbeiter mit dem Balken. Also kannst du mir einen Balken geben, bitte? Mhm. Also machen die jetzt ein bisschen Arbeitsteilung. Mhm. Ja, auf Violett oder Rot, ne? Ja. Ich habe eine Frage. Darf der Balken auf dem anderen Balken aufliegen? Wie meinen? Also wenn I'm just showing, ja? Ja, darf er. Also so und dann lege ich meinen Balken so schräg da drüber? Ich glaube schon, ja. Okay. Und es ging jetzt auch nur darum, dass der neue Bauarbeiter auf einem violetten Balken steht, oder ja. Nicht? Ja, das ist gerade sehr spannend. Okay, das ist natürlich... What the fuck? Krass, aber es hält. Die Frage ist nur, wie lange. Okay. Jemand verliert gleich sein Zertifikat. Ich habe noch nie eine krassere Drohung bekommen. Also in Deutschland. Ich glaube, ich kann das schon Herzen brechen, so wenn man ein Zertifikat hat. Ich glaube, die größte Sorge, mein Zertifikat zu verlieren, war in der 7. Klasse, als ich Schreibmaschinenkurs machen musste. Und das war das Schlimmste meines Lebens. Und da habe ich ja geschwänzt und hat die Lehrerin angerufen, dass ich dann vielleicht das Zertifikat nicht schaffe. Oh. Schreibmaschinenkurs? Hä? So, damit du so... Du bist jünger als ich. Nein, aber so hieß es damals noch. Aber so, um dann auf der Tastatur richtig zu tippen, oder? Genau, richtig 10-Fingersystem, ja. Deswegen sitzt du immer noch so da. Sitzt den ganzen Tag immer so. Ding, 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 ding. Naja. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt einen Bauarbeiter. Transportiere einen Balken. Okay, wow. Auf Orange oder weiß. Aber ich stelle ihn natürlich auf Orange. Kannst du bitte aufhören, wenig so viel zu wackeln? Das, da bin ich dir sehr dankbar. Das ist so auf einer Baustelle. Ich meine, wir stehen beide, also ich reiß. Nee. Oh. Okay. Sicherungshaken weiter. Aber das war, glaube ich, der letzte Zug für die Runde erstmal. Das war der letzte Zug für. Weil wir einen kleinen Pausen machen. Wir machen eine Pause. Wir packen unser Mettbrötchen aus. Ein Mettbrot! Und pfeifen Männern hinterher. Und pfeifen Männern hinterher. Geil. Yeah. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zu Almost Playly, Man at Work. Neben mir immer noch Andrea, Sophia und Luca, die fleißig bauen. Ich habe den letzten Schritt gemacht und nun ist Andreas dran. Mhm. Und es wird immer härter. Ich deck mal für dich auf. Ja, mach mal und lies mal vor, weil... Ich frage mich ganz kurz, ob man aus Sabotagezwecken, weil wir mittlerweile einen Grad erreicht haben, wo Tischwackeln eine gefährliche Maßnahme ist, ob außerdem der seinen Zug gerade hat, die anderen die Hände vom Tisch nehmen müssen? Können wir machen, ja. Gut. Jetzt musst du einen Bauarbeiter auf Rot oder Violett machen. Mit 2 Balken. Hier, ein Bauarbeiter für dich, mein Lieber. Boah.
Ja gut, was macht dann sein? Ne? Da kriegt er hier noch einen drauf, der Egon und dann hier noch und dann lüpft das erstmal, wa? Dankeschön. Dann nächste Karte. Komm schon ran. Wieder ein Bauarbeiter. Magst du das mal vorlesen, Fabian? Mit zwei Balken, auf rot oder schwarz. Kriegen einfach keine Stahlträger. Die ganze Baustelle ist voll von Bauarbeitern. Ja. Oder schwarz. Versuch danach mal, ohne die zu berühren, deinen neuen Stahlträger. Okay, danach wird rot oder schwarz echt schwierig. Okay, ein neuer Bauarbeiter ist am Start. Wieso? Wieso legst du das denn in diese Armkimme da rein? Ja, wieso denn nicht? Ja, das weil das auf der Schulterfläche viel... Na gut, egal. Ja, im zweiten Nachfassen hat er den... Warte mal, nur eine. Okay. Alright. Habt denn da mal ein neuer Träger? So, also Bauarbeiter. Hat jemand gemischt? Andreas hat gemischt, ne? Mit einem Backstein. Oh, geil, das ist voll mein Ding. Ich glaube, Backstein ist noch schwieriger. Ist es egal, ob welcher Farbe? Backstein, schwarz-rot. Ein Backstein. Das sehe ich hier. Ich glaube, ich muss vielleicht mal neu an den Tisch ranrücken. Was? Er muss neu an den Tisch ranrücken. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal ausholen und dann mal ran hier mit Karacho an den Tisch. Okay. Okay. Da sieht so aus, als wäre seine Mission, den richtig schön zu werfen jetzt gegen irgendjemanden. Okay, jetzt bin ich dran und natürlich kriege ich jetzt den Balken. Berühre den Höchsten. Okay, wir einigen uns darauf, dass der Schwarze der Höchste ist, oder? Mhm. Wenn der Backsteinbauarbeiter nicht wäre, wird das eigentlich auch ganz gut gehen. Oh. Okay. Rot oder schwarz? Und jetzt bitte, ne? Ohne Stahlträger? Oder wie? Ja. Oha. Oh mein Gott. Fuck, Tiggy. Ah, oh! Hallo! Aber nicht schlecht. Noch. Oh! Scheiße, die halbe Belegschaft. Nein, nein, stopp. Gott. Jetzt muss nämlich Andreas, jetzt muss ich erstmal... Also ich? Ich verliere ein Zertifikat und du musst jetzt die Baustelle aufräumen. Drei Leute sind gestorben, aber wir können dich nicht entlassen, nee, weil du hast noch zwei Leute. Zertifikate. Du hast den guten Egon vergessen, das auch. Der hat auch Familie und Kinder. Dann labert mir nicht in den Gag rein. Ja. So, was will ich jetzt machen? Die Bauarbeiter da rausholen. Von hier ran. Oh, scheiße, gefallen. Jetzt wäre ich beinahe gegen den Tisch gefallen. So, was macht das sein hier? Da kommen die Nummer da. So, hier. Liebevoll zur Seite gehakt. So. Ist das jetzt der Friedhof? Nee, die dürfen wieder auferstehen. So, wo ich würfeln? Nee, was ist das Spiel? Du? Da, die Nummer? Ja. Umdrehen? Ein Balken verloren, zählt nicht. Ja, eigentlich schon, oder? Ja, das ist ein Unfall. Ach, Quatsch. So, was ist es? Balken, transportiere einen Backstein. Also das heißt, du musst einen Balken, entweder rot oder schwarz, auflegen, der einen Backstein drauf hat. Und auf was drauflegen? Auf irgendwas. Nee, erstmal den Backstein drauf. Was? Wie? Auf den Balken, den ich dann drauflege? Kann ich ja nicht machen. Ja, okay, dann mach's. Ja, aber er soll den transportieren irgendwie. Das, das steht schon, ne? Transportiere, warte mal kurz, ich guck kurz nach. Lege zunächst einen Backstein auf den einzubauenden Stahlträger und baue dann beides gemeinsam ein. Gut, dass wir nachgeforscht haben. Ja. Naja, was die Rita jetzt dazu sagen würde. Die ist nicht da. Und wir wissen alle, wie wir arbeiten, wenn der Chef nicht da ist. Okay, so. Luca ist dran. Wir decken mal eben auf. Rita ist da! Tja, ich bin gerade wie durch mit meiner Schicht. Oh. Rita ist da. Und das heißt, Rita. Ab jetzt können... Ist es auch Gabi Köster mit einem Hut? Ab jetzt können Mitarbeiter des Monats Zertifikate vergeben werden. Das sind diese hier. Mhm. Und
Wenn man 4 davon hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Es kriegt derjenige das, der jetzt ab jetzt die Baustelle am höchsten treibt. Aber ab jetzt innerhalb von wie vielen Zügen? Ist Andreas wieder? Nee, jetzt, wenn jetzt Luca der ist, der die Baustelle am höchsten baut, dann Okay. Hat er das mit seinem Zug zuerst schafft. Oh, sorry. Ja. Mhm. So. Und ich habe jetzt berühre eingebaute Stütze mit einem neuen Stahlträger. Was? Das heißt, diese grauen muss mit berührt werden. Ja. Und die Farben sind weiß oder rot? Rot. Mhm. Vielleicht ein kleiner Tipp, hier vorne geht es relativ leicht. Wieso? Weil das ist auch, glaube ich, fast die einzige Möglichkeit, weil der hinten ist ja komplett zugebaut. Ja. Ach, ich darf auch nur eine Hand benutzen. Nur eine Hand, ja? Naja. Mach mit links. Moment, ich laufe mal so ein bisschen um die Baustelle rum. Ja, klar, ne? Was? Ich überlege gerade den roten und das graue hier. Aber nein. Das aber du kannst doch beide grau benutzen. Ja, im Grunde. Wieso? Ich wollte das ein bisschen höher bauen. Du hast es schon angefangen. Ich dachte, jetzt ist auch egal. Nee, ich habe mit dem Gedanken geliebäugelt, irgendwie das noch so. Geliebäugelt. Jetzt kommt er hier mit Fachbegriffen. Geliebäugelt, Sophia! Vorsicht, Mensch! Krane weg. Also, Stahlträger, rot-weiß, höchster Stahlträger. Oh, wow. Okay, dafür stelle ich meinen Kaffee beiseite. Das Leben. So, der höchste Stahlträger ist der rote aus meiner Sicht. Achso, eurer ja bestimmt auch. Das heißt, ich finde, wir haben so wenig weiße Stahlträger. Mhm. Stahlträger? Stahlträger. Ja, rot ist, glaube ich, verbrannte Erde, der rote Stahlträger. Verbrannte Erde, liebäugel Luca. Das muss man auch ein bisschen poetisch würzen, wenn den rauen Bauarbeiter sprech. Not bad. Okay, ging. Und bist du jetzt hast du die Baustelle jetzt im höchsten gebaut? Weiß nicht, zählen die ja immer auch, oder was? Nee, ne? Ich würde ganz ehrlich sagen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich kann sie als höchste bauen, soll ich das machen? Nee, genau, es muss höher als die Helme dann sein, tatsächlich. Ja? Ja. Also das heißt, wenn jetzt einer darauf ein... Yo, okay. Das ist höher als die Helme, sag ich das mal, ne? Das ist höher als die Helme, das würde ich aber auch sagen. Und damit... Oh, sehr sicher. ...kriegst du ein... Mitarbeiterin des Monats. Geil, danke. Ich möchte meiner Mutti danken, die das möglich gemacht hat. Kein Problem. Mutter Rita. Ja, Mutter Rita. So, jetzt kommen diese ganzen Balkenkarten. Wie hast denn du das gemischt? Samarita. Meinst du, den Gag hat schon mal jemand gemacht auf der Baustelle? Weiß ich nicht. Ich glaube. Ich muss jetzt mit Bauarbeiter, jetzt müssen wir gucken, ob ich den Bauarbeiter vorher auch draufstellen muss. Mit Bauarbeiter, platziere Stahlträger an einer beliebigen Stelle, dann zusätzlich einen Bauarbeiter drauf. Ah, okay. Also erstmal platzieren, weiß oder schwarz. Ich nehme mir diesen weißen hier. Ich lasse mir das gleich wieder von dir erklären, was ich machen muss. Ist mir zu kompliziert. Mit Bauarbeiter. Okay, was muss ich. Kann ich denn hier mal tun? Scheiße. Aber ich kann ja auch sowas hier einfach machen. Was? Oh. Ach, ich habe ja nur eine Hand. Hm. Sehe ich. Na, Leute. So, dann stelle ich den hier drauf. Oh! Ah, der ist mir noch nicht hin. Ich hab noch nicht positioniert. Ab wann zählt das denn als positioniert? Hier steht. Hier steht. Darfst du probieren und testen, bevor du dich für eine Position entscheidest. Genau, wenn dir es nicht auf Anhieb gelingt, deine Aufgabe zu erfüllen, zum Beispiel ein Backstein aus der Hand fällt, aber kein Unfall passiert. Du es mit denselben Materialien weiter versuchen, bis die Aufgabe. Also, es ist schon regelkonform gewesen. Erster Blick, drehst du immer für mich um? Ja. Ach, den Haken, wir haben ja schon eine geraumer Zeit nicht weitergereicht. Ja. Den brauchst du gleich wieder. Ey! Zählt auch. Starker Bauarbeiter. Was heißt das? Trägt er den Stahlträger? Der Stahlträger muss auf dem Arm eines Bauarbeiters gelegt werden. Der Helm ist tabu.
Ach, aber sonst dürfte man das auf den Helm legen. Rot oder schwarz oder was? Rot oder pink. Pink. Ja, warte mal. Pink? Auf den Arm? Ja. Oh mein Gott. Hey! Ja, jetzt hab ich noch ein Problem. Ja. Ja. Ein Zertifikat weg. Und Luca muss die Baustelle aufräumen. Mhm. Dann nehme ich mir den Haken. Das waren so zwei Balken waren das. Und noch irgendwas? Der weiße Balken, oder? Der ist auch untergefallen. Was passiert nochmal, wenn uns die Balken ausgehen? Dann kannst du das nicht ausfüllen. Aber die Balken werden dir nicht ausgehen. Okay. Du kannst davon einen anderen Fall welche nehmen. Was? Ah, du meinst wahrscheinlich die weißen die Balken, Holzbalken. Oder? Ja, die beigen Balken. Weil da sind wir relativ nah. Ah, okay. Ja, das lese ich dann nochmal nach. Okay. Luca ist da. Mir. Ich deck mal auf. Genau, für dich, ja. Gerne auf. Balancieren. Hatten wir schon? Nee, ne? Boah. Der Stahlträger muss auf einem anderen Stahlträger balancieren. Ihn also nur an einer Stelle berühren. Beide Enden müssen dabei in der Luft schweben. Und zwar in roter oder in lila, ne? Genau. In orange oder lila. Ja. Heißt das, dass er nur mit einem Stahlträger wirklich Berührungspunkte haben darf? Ja. Boah. Hart. Alter. First try, oder was? Scheiße, Mann. Also, ein Bauarbeiter auf einen roten oder weißen und er transportiert einen Balken. Vielleicht stellst du erstmal deinen Kaffee hin, bevor du hier da irgendwas anfasst. Ich hatte gerade Pause. Danke. So. Rot oder weiß? Rot oder weiß? Oh, ich bin so froh, dass Luca diesen weißen gelegt hat. Achso, ich habe kurz eine Frage. Heißt, transportiere einen Balken so, dass ich ihn theoretisch, das hatten wir mit dem transportiere einen Backstein Warte, auf, ich schaue für dich nach. Weil dann war das nämlich ein Fehler. Lege einem Bauarbeiter einen Balken auf die Schulter und stelle beides gemeinsam auf den Stahlträger. Mhm. Okay. Starker Obwohl. Also ich muss jetzt wieder einem was auf die Schulter legen, ne? Ja. Und zwar einen weißen. Schwarzen. Und ich überlege, ist diesen Bauarbeiter hier oder was? Darf ich was vorschlagen? Ja, aber wenn du. Oh doch, ich habe auch was. You sure? Ich sehe hier eine gute Linie auf seiner Schulter und dem schwarzen Balken. Lass mich mal. Ah ja. Oh. Mm. I see. Oh, und der fällt. Wie ist das passiert? Aber das zählt schon als Unfall jetzt. Ja. Achso, eigentlich keine schlechte Stelle. Das war so eine gute Idee, Leute. Ich weiß. Ich hätte auf Sophia gehört. Aber es ist einfach deine eigene Schuld. Okay, hol den Bauarbeiter da raus. Den da jetzt, der liegt da mitten unten drin. Gesehen, dass es mittlerweile so Roboter gibt, um Menschen aus so Bauschutt und so zu befreien. Naja, Bohrschächte werden ja immer wichtiger, ne? Wenn wir da mal was finden, da sind ja ständig Leute drin. Oh, stimmt. So. Hast du mitbekommen, dass direkt nach dem kleinen ein anderer 40 Kilometer weiter reingefallen ist in den Bohrschacht? Wirklich? Was? Alter, das ist übrigens, das ist ja wirklich die Horror. Kann ich kurz fragen, was für ein Bohrschacht war das? In wurde nach Öl wiedergebohrt oder wo, ne? Nee, nach Wasser, glaube ich. In Brunnenschacht, oder? Ja, und der war 70 Meter tief. Oh! Und dann ist so ein kleiner Junge, und der war nur so 30 Zentimeter breit. Und dann ist so ein kleiner Junge, irgendwie, die Eltern haben irgendwie, waren, weiß nicht, wo das war, auf jeden Fall sind dann, und dann ist der kleine Junge weggelaufen und hat so, wollte spielen und ist einfach reingefallen. Oh 70 Gott, Meter, dieser Horror einfach. Horror. Ja. Naja. Dann haben sie ihn 3 Wochen später gefunden, dann hieß es, wir beerdigen ihn neben seinem Bruder. Ja, und so denken sie so, what the fuck? So, warte. Alles klar, Stimmung kocht. Wer ist dran? Na, ich. Du hast doch gerade abgefuckt. Balken. Berühre 2 andere Farben. Was Farben? Also. Farbige Balken, oder? Farbige Balken, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut, Andreas. Ja.
safe. Aber auch schnell den Zug jetzt machen, ja. Oder, mal auf, ja, genau. Ja. Wieder ein Stahlträger, und zwar starker Bauarbeiter. Du darfst ihn wieder... Ich möchte auf dir wieder den Vorschlag machen, dass du den über den und den legst, weil das würde den Schwarzen auch ein bisschen stabilisieren. Ja. Warte mal, also schwarzer oder lila Balken und das genau. Ganze aber auf... Auf dem Arm eines Bauarbeiters und einen Kontaktpunkt mit Stahlträger. Jep. Aber... Gibt es das Spiel auch als Podcast eigentlich? Ja, klar. Diese Folge? Die Folge wird es als Podcast geben, ja. Was? Es gibt Almost Playley als Podcast? Nein! Achso. Ach, das war ein Joke, jetzt habe ich es. Ach, auf zwei Rücken, oder was? Ja, gar kein nicht Problem. Nicht schlimm, oder? Nee, nö. Verboten. Aber ich sag mal so: zwei Rücken, ja, dann einfacher als einer, ne? Und ein Backstein. Ehrlich. Richtig gefährlich, Leute. Fall. Fall! Nein, nein, ja! What the fuck? Alter. Voll gut! Ein Balken. Oh, neue Stütze. Neue Stütze. Oh, okay, ist doch nicht so lustig, wie ich dachte. Ne? Neue Stütze hinlegen. Neue Stütze auf Stahlträger und berühre. Beliebige. Also, du musst einen neuen Stahlträger nehmen, weiß oder violett. Neue Stütze. Violett. Stelle zunächst eine Stütze auf einen Stahlträger. Du entscheidest, ob stehend oder liegend. Baue dann den Stahlträger ein, der die neue Stütze und einen beliebigen anderen Stahlträger berühren muss. Also eigentlich kannst du ihn anbauen, wie du willst, ne? Ja. Aber die müssen auf dem Boden stehen, oder? Nee. Ach so, der muss jetzt offen. Der hier konkret nicht. Also hier steht neue Stütze auf Stahlträger. Ah ja, okay, verstehe. Oh, deswegen denke ich gerade so ein bisschen nach. Mhm. Okay, dann nicht. Bist du fucked. Ja, dann ist es eigentlich. Im Grunde müssen ja zwei Stahlträgerenden richtig gut liegen. Naja, also es ist ja eigentlich gar kein Problem. Die einfachste Lösung wäre ja hier, so. Aber das will ich nicht. Ich suche gerade. Eine schwierigere Lösung. Nee, nach einer, mit der ich die Konstruktion vielleicht ein bisschen verbessern kann, ja, sag. Die beiden Enden. Das die ragen so ein bisschen komisch raus, aber ich finde, die halten den Stütze so? Eigentlich. Ja, genau. Lass uns das mal kurz. So ein bisschen, ich darf ja probieren. Hat. Ja, aber dann musst du natürlich da bleiben auch, ne? Aber die sind leider nicht ganz auf einer Ebene. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das ist uns jetzt vollkommen egal. Das passt schon, wie man so schön sagt, ne? That is okay. Und das ist cool, momentan ich bin raus aus der Sache. Ja, ciao. Und jetzt bin ich wieder der... Oh, fallen nur noch ein Zertifikat. Ich habe nur noch ein Zertifikat, ja, ja. Das treibt die Spannung natürlich in die Höhe. Berühre zwei andere Farben. Sieht aus, als hätte man drei verschiedene Architekten. Vorsteller. Oder Finn Kliman einmal. Aber wir sind uns ja einig, dass wir das hier ein bisschen beschweren müssen auf der Seite, weil das ja dann gleich zusammenfällt. Oh nee, es gibt eine einfache Lösung. Leute, wart's her. Was ist? Berühre zwei andere Farben ist deine Mission, okay. Hm. Oh. Und ein Unfall. Ey, diese Bauarbeiter haben dir echt... Fabian, es tut mir sehr leid. Du hast hiermit dein letztes Zertifikat verspielt. Ich bin raus. Gibt's eine Losers Lounge bei dem Format? Was? Gibt's eine Losers Lounge bei dem Format? Nein. Eine was? Eine Losers Lounge. Losers Lounge. Ah, ich hab Losers so, Slow-Mo verstanden. Mal raus, ne? Das wär auch. Sieh den mal raus, ja. Ich deck auf für dich, ja? Deck mal auf für mich, ja. Okay. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reiß ich die Scheiße mal ab. Bauarbeiter mit einem Backstein. Cool. Mit eins Backstein. Mhm. Achso, dann nehme ich hier Egon. Mhm. Ein Backstein und dann muss ich sie zusammen. Egon hat sich jetzt auf violett oder schwarz. Ja, du musst das übrigens diesmal nicht so machen. Hier steht nicht, transportiere einen Backstein. So. Du darfst ihn einfach auflegen. Mit einem Backstein. Auf violett oder schwarz. Oh. Der hängt da ja da komplett auf den Gräten. Ja, Leute. Ja, sicher? Nee, ich finde diese Stelle empfehlenswert. Ja. Oh, klar. Du bist da gerade ausgeschieden. Ich weiß nicht, ob ich Tipps von dir annehmen soll. Oder Andreas, ich glaube, eine sehr sichere Stelle ist tatsächlich auch hier diese Upright. Oder einfach da, wo der Schwarze direkt auf dem Orangen liegt. Oh ja. Da haben wir, ja. Alter, ich brauch's. Oh, Egon wirft mit Backstein auf der Baustelle. Aber muss ja nicht, ja? Ist ja noch okay, wenn er den noch kriegt.
Das man aber schon hier. Ich find's geil. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber diese Männchen haben immer so eine leichte So-Ausrichtung. Und dadurch, dass Egons Arm den gerade so hinten hat, finde ich, hat er so eine perfekte Wurfposition. Ja, stimmt. Okay, Luca. Ich bin dran. Mhm. Luca muss das Ding jetzt mal einreißen. Ja, das geht nicht. Oh, transportiere. Transportiere einen neuen Backstein mit einem weißen oder roten Balken. Mhm. Haben wir noch, genau. Oh, gerade. Alter. Backstein. Nein. Was muss er berühren? Rot-Weiß? Nee, das rot egal, oder weiß oder? Und. Nee, rot oder weiß, ja. So. Nee. Doch, nee, du musst nur einen roten oder weißen nehmen. Ja, du musst keinen berühren. Ist ja, egal. Okay. Also beruhig dich wieder, ja? Oh. Kein Grund, uns anzuschreien hier. Komm. Das kann doch nicht sein. Aber ey, ohne Witz, mal kurze Frage. Zählt das als Transportieren, wenn man den Backstein einfach mit dem Balken... Offensichtlich haben die das etabliert hier, die Jungs. Aber keine Ahnung, anscheinend. Ich meine, man spielt doch auch nicht Eierlaufen, indem man das Ei auf dem Löffel einfach festhält. Ja, ich finde aber, das hat es beim Balken gerade schwieriger gemacht, das einfach drauflegen. Ja, genau. Ich bin schon, das war auf jeden Fall die Unfallklasse. Hier ein bisschen straff ziehen, die Regeln. Marianne. Mit einem Backstein. Ein Bauarbeiter. Im Grunde, man könnte das ja auch wieder. So, Bauarbeiter umkehren. Mit Backstein? Was sagst du? Dass man das wieder umkehren könnte, weil ich fand die Variante mit drauflegen auch spannender eigentlich. Also mit sozusagen zuerst das eine und dann Backstein oder Balken auf den Arm oder auf den Balken. Aber egal, vielleicht wird er. Angelegenheit. Falls ihr euch mal wieder trefft, ne? Ja, genau. Okay. Fabian, ich möchte gerne zu dir kommen, weil die Stelle, wo ich meinen Bauarbeiter hinsetzen will. Oh, jetzt kommt die hier rum. Hallo. Können wir nicht lieber aus der Regie so Furzgeräusche und sowas haben? Also was man wirklich hört auf einer Baustelle? Wow. Weil Bauarbeiter immer furzen, ne? Und so, Andreas. So Stammtisch. Ja, das ist doch eher das. Die Regie hat nur darauf gewartet, dass das mal einer fordert. Das wird mir ja wohl in Deutschland noch sagen dürfen, dass Bauarbeiter auch mal Blähungen haben, ja? Jetzt ich wieder. Achso, was macht man mit der Karte? Mischt man sie dann wieder um? Nein, das ist die ganze Zeit. Also, wenn jetzt jemand noch höher baut. Das haben wir jetzt aber dann hätte. Ja, dann aber hätte Luca hätte, vorhin ja, den, für den hier ja, auf jeden Fall für ein. Für welchen? Für den hier hat ja, Luca ein Zertifikat. Aber das war nicht so, dass das war er. Sozusagen die eine Rita-Karte jetzt schon für Sophias. Wer war das denn hier? Ich. Und da fährt sie ja schon. Sophia. Davon kriegt sie jetzt eine zweite. So. Jetzt sind alle glücklich, oder? Ja. Okay, ich sag mal so, ich verlängere noch mal einen Monat, ja? Aber das heißt, jetzt mal was Höheres legen, würde noch mal Plakette geben. Mhm. Neuer Bauarbeiter mit Backstein und einem Balken. Neuer Bauarbeiter mit Backstein und einem Balken. Auf weiß oder auf schwarz? Nochmal, neuer Bauarbeiter mit Backstein und einem Balken. Mhm. Ja, was? Ja, was soll das wohl geben? Der braucht einen neuen Balken jetzt, oder wie? Wo denn? Was auf denn? Weiß oder schwarz? Einen weißen Balken auf weiß oder schwarz? Nein, dein Bauarbeiter! Ach so. Und muss ich zusammen, oder nee, kannst danach? Du hintereinander. Den steht auf weiß oder schwarz? Ja. Das weiß ich nicht, du. Oh, das so gut Andreas, ist. Ein Glück, Alter. Ja gut. Höhenangst darfst du da nicht haben. Was ist überhaupt hält hier alles? Hey, und dann fällt das nicht runter? Also ein Backstein kann schon mal fallen, das ist okay. Aber Fabian war das Baustellenkarma echt ein bisschen ungünstiger, weil ich glaube, Andreas. Das gute alte Baustellenkarma, genau, ja. Hat das ganz gut geklappt. Ach ja. Das ist ja wieder ein Thriller hier. So, Bauarbeiter und. Berühre eine Kante mit einem Bauarbeiter auf weiß oder violett. Was ist eine Kante? Ich schau kurz nach. Vielleicht eines der Enden des Balkens oder so? Stelle einen Bauarbeiter auf einen der äußeren Kanten eines Stahlträgers auf weiß oder violett. Bin gespannt, wer das Spiel beim nächsten Backyard-Sale mitnimmt. Ich fände es eigentlich tatsächlich ganz gut, ja. Ich finde die Bauarbeiter halt auch voll süß gemacht. Ich mag die süß sind die auf jeden Fall. Schnucklig, sag ich mal, ne? Schnucklig. Okay. Und der soll. Achso, der kriegt nichts. Der kriegt nichts, ne? Das ist schon alles? Das ist schon alles, ja. Alles? Okay. So, ab wie viel Mitarbeiter des Monats? Drei gibt's, ne? Nee, vier. Ab vier Zertifikate. Oder wenn du keine mehr hast. Okay. Nee, wenn du welche hast. Ach, egal, aber die anderen nicht. So, Stahlträger. Und zwei andere Farben berühren. Das ist doch. Berühre easy. Mit einem Stahlträger zwei andere Farben.
Das ist easy, ja? Ja, mega doll. Mhm, mega einfach. Oh ja, ich weiß, was ich tue. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich wüsste auch tatsächlich, was ich tue, aber ich muss wieder zu Fabian gehen. Schade, dass er ausgeschieden ist. Er hat gerade eine richtig gute Position. Mhm. Ja, stopp mal ganz kurz. Ja. Berühre zwei andere Farben. Ja, zwei verschiedene Farben. Mhm. Nicht zwei andere, oder? Zwei verschiedene, ja. Aber du könntest ja eine andere Farbe nehmen. Ja, das stimmt natürlich. So ein Stahlträger? Oh, mein Egon wackelt, du. Egon. Oh, das bekommt ihn gar nicht gut, du. Ja. Aber es reicht ja. Okay, jetzt reicht es mir aber langsam hier. Bauarbeiter mit einem Balken und einem Backstein. Oh, schon wieder? Schon wieder. Und wohin? Alte Leier auf schwarz oder auf rot? Ja, du, das wird nix, Leute. Auf schwarz oder auf rot? Ja, der mittlere rote, der ist liegt ein bisschen. Also hier die Stelle, finde ich, sieht sehr gut aus. Ein Unfall. Dankeschön. Nein, du musst das jetzt aufräumen. Hast du das Zertifikat abgegeben? Ja, klar. Das waren ich fühle mich wie so ein fünfjähriges Mädchen, was so anfängt zu pöbeln, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält. Was ist eigentlich mit der jetzt so auf dieses Gebälk noch nee, nee, draufgefallen das, das hat? Nee, das ist okay. Noch drauf. Das ist noch drauf. Aber ich würde sagen, Luca macht seine Runde nach der Werbung. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es heißt Baustelle. Bau, Bau, Bau. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch bei Man at Work, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer ist eigentlich dran? Luca ist dran. Ich bin dran. Und muss jetzt dafür sorgen, dass die Baustelle weiterlebt und der Kranplatz verdichtet bleibt. Genau, Karte habe ich noch nicht umgedreht. Okay, ein neuer Balken. Ja. Berühre die gleiche Farbe. Also, was nimmst du, weiß oder lila? Ich nehme die gleiche Farbe. Ein lila Balken. Okay. Gut. Alright. Wer ist eigentlich der höchste Bauarbeiter gerade? Ich glaube, Andreas ist der höchste Bauarbeiter. Na. Oder ist das von eurer Seite? Du kannst übrigens das hier auch nutzen, ne? Ich, ja. Ne? Ja. Tja, wenn dir das hilft. Ach ja. Mhm. Oh mein Gott. Ja, ich mach das. Nee. Oh ja, das Gott. Ich finde das eine sehr gute Idee. Weil das berührt zumindest safe den. Ich glaube, das war's, ja. Nicht weiter. Moment. Oh, 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 oh. Boah, ich will's einfach nur komplett in sich zusammenschürzen sehen. Du willst die Baustelle einfach nur brennen sehen. Gleich, ich glaube, Andreas. Und damit kriegt er auf jeden Fall ein Zertifikat hier. Mitarbeiter des Monats. Höchster neuer Punkt. Na gut. Kannst du bitte für mich umdrehen? Ja. Für dich heißt es jetzt ein Bauarbeiter mit Backstein und Balken. Come on. Aber egal wohin. Ja, das kriegst du. Ah nee, das ist ja doof. Dann verbaue ich uns ja die Stellplätze so. Ja, auch nicht geil. Darf ich kurz testen? Ja. Ja. Starte ich das. Los. Du musst ein Zertifikat abgeben. So, jetzt ist Andreas dran. Wo ist denn der Haken? Erstmal räumen. Am Format oder? Was? Wie wir heute auch einfach wieso schwer ist hier sind. Heute aber kein, ist ja, auch. Heute echt nicht. Aber ich mache jetzt auf hier keine, bis sich die Balken biegen, Aufbaugegner. Nee. Ich habe heute keinen Bock drauf auf die Nummer. Dreh einfach um, ich will einfach fertig bauen. Es gibt auch kein Ziel, ne, wo man hinbaut, oder? Ja, hoch. Ich würde gerne auf euch bauen können. Ja. Oh, das war die zusätzliche Bauarbeiter. Also die zwei. Sophia. Zwei Bauarbeiter draufstellen, egal wo. Ja. Ganz egal wo. Ganz egal wo. Hatte ich schon gar nicht. Nein, oh Mann, Andreas, ich hab's gerade vermieden. Du musst auf denselben den bauen, ne? Wie? Du musst den Bauarbeiter auf denselben Stahlträger bauen.
Ah, okay. Okay. Jetzt wird... Du bleibst hier jetzt. Das ist zu gefährlich da draußen. Das so, wie ist denn die Bilanz momentan? Luca liegt am besten vorne, was Zertifikate angeht. Du bist Mitarbeiterin. Ah, genau. Bessere Mitarbeiterin. Und ich Andreas weiß gar nicht. Ich glaube, ich studiere nach dem Job hier. Aber es zählt mehr als wahrscheinlich die Mitarbeiter des Monatsplaketten, oder? Was denn? Wer die meisten Mitarbeiter des Monatsplaketten hat, der hat gewonnen. Wer als erster irgendwas erreicht hat. Genau, also 4 Urkunden, Mitarbeiter des Monatsurkunden, oder wer einfach alle seine Zertifikate... Ich hab ein bisschen Angst, was passiert, wenn das jetzt einstürzt und wir dann noch so 6,30 haben. Was machen wir denn dann eigentlich, ne? Ja, dann lassen wir einfach ein Testbild laufen. Also, du bist... Oh! Wer, es ist in Lukas Phase passiert. Ja, Luca, ich danke, einen abgeben. Mein Zug schon abgeschlossen, wäre das nicht? Ach so. Oder wurde schon eine neue Karte umgedreht? Nein, du hast doch deine 2 Bauarbeiter gestellt. Ja. Das heißt, hast du schon was gemacht? Ich habe noch meine Karte noch nicht umgedreht. Ja, trotzdem ist es in deiner Phase, ja. Sorry, aber okay. Mit 3 Zertifikaten. Du musst ein Zertifikat abgeben. Wieso lässt du dir jetzt so einfach davon überzeugen, dass deine Schuld ist? Das ist richtig, dass die hier. Aber das Ding steht das nicht dabei. Es steht in den Regeln so. Ja, es steht hier. Dann ist das ja ein. Nee, easy, dann. Wenn irgendwas während deines Zuges von der Baustelle fällt. Aber wann fängt denn mein Zug? Gibt deshalb an sie. Wenn ich meine Karte umdrehe, oder? Was ich ja noch nicht gemacht habe. Nein, das ist. Andreas hat seinen Zug abgeschlossen. Ja. Okay. Also mehr konnte ich nicht machen. Auch weil Andreas schon mehr als 1 verloren hat, also will ich ihm nicht mehr zumuten. Habe ich nicht zuletzt was kaputt gemacht? Oder hast du das schon weggeräumt? Dann kann der wieder zurück und meine Karte ist dann. einen Balken. Ein starker Bauarbeiter. Das heißt, du stellst einen Balken auf einen Bauarbeiter drauf. Mhm. Aber eigentlich hat er einen Unfall gehabt. Geht's da nicht oder weiter? Ja, stimmt. Ja, das ist Sophias. Ja. Da. Was? Nee, das ist jetzt mein Zug. Ja, aber jetzt kannst du ja doppelt bestraft werden, wenn du jetzt wieder einen Unfall baust. Nein, hast du quasi in einem Zug 2-mal Unfall. Genau. Aber eigentlich hast du gerade einen Unfall. Auch mein Zug war damit fertig. Und ja. Okay. Ach Mann. Du musst jetzt auf einen Bauarbeiter meinen Balken legen. Ja. Mhm. Muss der, steht da was wegen Kontakt? Nee, ne? Einfach starker Bauarbeiter. Starker Bauarbeiter, das heißt... Ja, einfach nur drauf. Einfach nur drauf. Der Helm ist tabu. Okay. Und nur ein Hand. Hast du dir da schon was ausgeguckt? Meine Hände sind auch so kalt. Das ist wirklich wie auf der Baustelle gerade. Hallo, nicht auf den Kopf. Es Helm ist knapp tabu. Am Kopf vorbei. Das ist die Tangente so. Oh. Helm ist tabu. Es ist nicht auf dem Helm. Alter. Nicht schlecht. Stark. Nicht schlecht. Stark. Stark. So, Andreas ist dran. Oh nee. Transportiere einen Balken mit einem Bauarbeiter auf einen weißen oder roten Streben. Ja, okay. Na, jetzt schlürzt es ein. So, hau raus. Einen Balken transportieren auf was? Auf einen roten oder weißen Streben muss ich den stellen jetzt. Ja. Mhm. Kurz nochmal, es gibt auch die Möglichkeit des Baustoppes, sehr selten steht in der Regel. Ja, aber jetzt kommen wir in. Geht euch das erforderliche Baumaterial aus, beziehungsweise sind alle Bauarbeiter bereits auf der Baustelle, endet das Spiel. Jeder zählt seine Sicherheitszertifikate und seine Bauarbeiter des Monatsurkunden zusammen. Wer die meisten hat, gewinnt. Mhm. Also meiste von allem? Ja. Dann liegt es 4, glaube ich, vorne, oder? Ja. Wegen diesem Bullshit-Backstein, der vorhin runtergefallen ist. Ja, das akzeptiert Luca nicht, ne? Ich glaube, dass jemand sehr, sehr ruppig an den Tisch gerutscht. Oh. Und Andreas ist raus. Wir sind jetzt live bei Almost Daily, ne? Andreas, komm her jetzt! Hey, du kannst nicht einfach aus dem Bild gehen. Wir sind hier. Ich weiß nicht, bei welchem Format geht man hier aus dem Bild. Auch gar nicht. So, wer ist dran? Ich bin jetzt dran, genau. Ich muss meine Karte umdrehen. Ich drehe deine Karte um, warte, sonst fällt gleich wieder was um. Das möchte ich nicht. Also, ein Stahlträger, lila oder weiß. Und ein starker Bauarbeiter ist das. Also wieder auf einen Bauarbeiter drauf. Oh, shit. Warte mal. Rita kann mich mal, ne? Hallo, Kündigungsfrist 3 Monate, du musst hier noch arbeiten. Ja, stimmt. Ah ja, gut. Dann gehe ich so lange ins Büro, ne? Stimmt. Ach ja. Wow! Okay. Muss jetzt, dass ich raus bin von dem. Du musst jetzt aber nur eins. Ja, nur wirklich. Eins, ja. Und jetzt musst du. Und Sophia muss jetzt die Baustelle aufräumen. Das ist witzig.
Darf Ach, das schön. Liegen bleiben? Darf das? Also was nee. Darf liegen bleiben? Alles muss runter. Was den Boden berührt, muss runter. Muss weg. Oh. Aber mein lila Balken ist jetzt der höchste, also kriege ich doch eigentlich eine Naja, ich finde, vielleicht, aber so mit dem Unfall weiß ich nicht, ob Rita das so entscheiden würde. Oh! Und eine Plakette, die muss jetzt weg. Genau, jetzt musst du eine Plakette abgeben. Luca, du darfst weiter aufräumen. Du darfst weiter aufräumen? Ja, wieso muss ich nicht wieder aufräumen? Ja, weil du sie musste weiter aufräumen. Weil ich den Unfall gemacht habe. Ich muss gebaut. Mich erholen. Ich bin im Krankenhaus. Aber bist du nicht. Du musst Ach, weiter. Ja, klar. Ich bin raus. Ihr seid ja. Die Baustelle. Na, komm mal. Du hast jetzt den Haken gebraucht. Was ist mit den beiden Bodenbalken? Alles der muss weg. Auch weg. Der lila Balken. Alles, ja, der muss weg. Alles. Der schwarze muss auch weg. Wir bleiben wach, bis die Balken wieder lila sind. Du kennst den schwarzen. Frag mich, wieso du den schwarzen oh! nicht zuerst abgibst. Ja, genau. Aber so ist das doch. Warum ist das ein Unfall? Weil das nein, ist kein Unfall. Nein, nein. Beruhig der schwarze hat ja auf dem Boden. Aber dann war meiner der doch steht auch ja noch komplett Unfall. Unter Schock nach dem Unfall. Scheiße. Okay. Hier ist noch eine Menge zu tun, Luca. Ja, also. Jetzt mach halt einen Unfall, Herr Gott. Ja, lebt der noch oder nicht, den du da rausgezogen hast? Wollen die Eltern schon wissen? Ich weiß. Ich glaube, der ist noch. Oh, ah, Alter, wie? Ah. Shit. Fuck, Alter, ich bin shit, eine GoPro am Finger. Geil. Oh, da sind noch drei Balken. Kommt da rein? Ja, da, ah, das war da liegen da alles, liegen oder? Da Leute. Ey, oh, Alter. Und der hier, was macht der? Der liegt, der schläft. Das ist ja wie ein Indonesier. Oh ja, okay. Und dann geht das letzte Zertifikat. Und damit gewinnt Sophia Metalwork. Und das zeigt doch mal wieder, wie offen wir sind. Nee, ihr seid einfach nur schlecht. Wir sind einfach nur wir sind einfach nur schlecht, Andreas. Ein Flachmann mehr und ich hätte ein bisschen ruhigere Hände gehabt gerade, ja? Okay, Leute, oh. Das war Man at Work. Schreibt auch Krass. Gerne ins Forum, wie ihr das Spiel fandet. Schreibt auch gerne weiter Spielvorschläge ins Forum. Wir sehen uns sicherlich nächste Woche wieder mit neuen Leuten. Und bis dahin, denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Trumpf. Tschüss. Ja.